Hallo, hier ist das Team von 5-Star Motorbike Rental in Kaulak und wir erklären Ihnen nun den elektronischen Schlüssel, auch Smart Key genannt. Sie starten die Honda über ein zweiteiliges Keyless-System, den elektronischen Schlüssel und den Empfängerknopf. Die zwei Knöpfe am Smart Key haben drei Funktionen. Der obere Teil zeigt ein Motorrad und eine Hupe. Damit können Sie Ihr Motorrad aus großer Entfernung finden und aus geringer Distanz die Alarmanlage aktivieren. Der untere Teil, der einen Schlüssel zeigt, ist ein Schlüsselunterbrecher, der am Ende dieses Videos erklärt wird. Wenn Sie also viele Roller sehen, drücken Sie einfach den oberen Knopf, um Ihren Roller zu finden. Der Roller antwortet mit einem freundlichen Piepton und den Blinkern. Wenn Sie sich in einem Umkreis von 5 Metern um die Maschine befinden, nehmen Sender und Empfänger Kontakt auf und der große Drehknopf unten rechts am Roller kann zum Entriegeln gedrückt werden, wobei auf dem Tachometer ein Schlüsselsymbol erscheint. Durch Drücken des großen Drehknopfes kann die Alarmanlage deaktiviert werden. Drücken Sie dann erneut den Drehknopf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis die Digitalanzeige erscheint und das Abblendlicht automatisch eingeschaltet wird. Dies ist Punkt 1 der Startprozedur. Dann folgen die üblichen drei weiteren Punkte des Startvorgangs. Zweitens, Seitenständer einklappen, drittens die linke Bremse ziehen, viertens den Startknopf am rechten Griff betätigen. Vom aktiv anzeigenden Tacho gelangt man mit einem einzigen Klick nach links in die Position zum Öffnen des Helmfachs unter der Sitzbank mit dem Benzintank. Drücken Sie dann den Kippschalter unten rechts, der mit Seat beschriftet ist. Größere Modelle haben auf dem Kippschalter oben zusätzlich die Beschriftung Fuel und einen außenliegenden Tankverschluss. Hinweis: Das Schlüsselsymbol schließt sich automatisch nach ca. 30 Sekunden. Dann muss man noch einmal den großen Drehknopf drücken und schon erscheint das Symbol wieder. Alle anderen Funktionen sind genauso wie bei anderen Motorrädern: Blinker links und rechts und zurücksetzen in die Neutralstellung durch Drücken des Blinkers von oben. Die linke Bremse ist die Hinterradbremse, die rechte ist die Vorderradbremse. Es handelt sich um eine Kombibremse. Bitte ziehen Sie beide Bremsen gleichzeitig, um die größtmögliche Bremswirkung zu erzielen. Wenn es regnet, nutzen Sie bei ABS-Modellen die Vorderradbremse fast allein. Der Kippschalter auf der linken Daumenhöhe ist das Fernlicht mit der blauen Kontrollleuchte auf dem digitalen Feld. Auf der rechten Daumenhöhe befindet sich der Kippschalter für die Start-Stopp-Automatik. Die obere Position, A-Off, bedeutet, dass sie deaktiviert ist. Schaltet man die Automatik ein, stoppt der Motor beim nächsten Anhalten und Sie starten ihn anschließend wieder durch Gas geben. Der untere Knopf am Smart-Schlüssel verriegelt und entriegelt das gesamte Signalschlüsselsystem. Wenn Sie die Taste 2 bis 3 Sekunden lang drücken, bis die Diodenleuchte am Smart-Schlüssel rot leuchtet, wird der große Drehknopf gesperrt. Zum Entriegeln drücken Sie den gleichen Knopf nochmals 4 Sekunden lang, bis die Diodenleuchte erst rot und dann grün leuchtet. Erscheint während des Startvorgangs kein Schlüsselsymbol, bedeutet dies, dass die untere Taste des Smart-Schlüssels ca. 4 Sekunden lang gedrückt werden muss, bis eine grüne Diode leuchtet. Anschließend erscheint durch Drücken des großen Drehknopfes wieder das Schlüsselsymbol und durch Hineindrücken kann der Drehknopf wieder bewegt werden. Der Smart-Schlüssel kann in der Regel in der rechten Hosentasche aufbewahrt werden, Sie betätigen ihn zum Starten nicht. Legen Sie den Smart-Schlüssel niemals ins Helmfach und verriegeln Sie Modelle mit Schlüssel nachts immer mit der Lenkradsperre, damit die Batterie geschont wird, denn auch wenn das Abblendlicht ausgeschaltet ist, suchen sich andernfalls die Schlüsselteile und über Nacht könnte sich die Batterie entladen.